Hier sind wir, die Ressourcen aus ganz Deutschland. Wir sind gekommen, um der neuen Firmenzentrale der Vestas Deutschland GmbH einen Besuch abzustatten und unsere Wünsche noch mal ganz deutlich machen. Unsere Geschäftsleitung versucht nun, uns mittlerweile mit allen möglichen Mitteln zu entkräften. Sie versuchen es mit einschüchtern, sie versuchen uns Geld zu bieten, aber versteht endlich, es bringt nichts. Wir wollen unseren Tarifvertrag. Der Zug ist losgefahren, der wird nicht wieder anhalten. Innen-Außendienst, wir funktionieren zusammen und wir müssen zusammen rocken. Wir harren aus, bis wir unsere Forderungen durchsetzen können. Diesmal das deutlichste Zeichen, dass wir entschlossen an die Geschäftsleitung geben möchten. Der Verhandlungspartner ist nicht der Betriebsrat, sondern die Verhandlungskommission. Wenn wir hier nichts weiter erreichen, dann gehen die Streiks weiter. Wie will man denn sonst Fachkräfte an ein florierendes und gut geführtes Unternehmen binden, wenn nicht mit guten Bedingungen, mit fairen Bedingungen? Geschäftsführung von Vestas. Alle Welt schreit nach Fachkräften. Es gibt einen riesen Wettbewerb. Und wie kriegt man die und wie hält man die? Mit guten Arbeitsbedingungen. Und den muss man aushandeln in einem Tarifvertrag. Und deshalb stehen wir hier mit allen Gewerkschaften Seite an Seite. Von den Großbetrieben im Süden, BMW, Mercedes, über die Stahlbuden in ganz Deutschland. Alle zollen Respekt. Und wenn irgendjemand gedacht hat, dass dem Kollegen hier die Puste ausgeht, der hat sich geirrt. Sie machen weiter, bis sie einen Tarifvertrag haben. Und die Kolleginnen und Kollegen der IG Metall in ganz Deutschland stehen an der Seite von Vestas. Und eins ist klar, der Arbeitgeber muss sich bewegen. Entweder kommen wir zur Tarifverhandlung oder der Streik geht weiter. Wir wollen einen guten Tarifvertrag. Und dafür muss Vestas jetzt an den Verhandlungstisch.